So sehen Sieger aus. Dr. Axel Kulke und sein Team haben bei der Inno Award Preisverleihung 2016 den ersten Platz abgeräumt. Wir haben heute den ersten Platz gewonnen für unser Projekt Hyperwaunkam, was eine Hyperspektralkamera ist zur chemischen Wundanalyse. Und so funktioniert die Anwendung beim Arzt. Also dann erwartet sie, dass sie einfach wie mit einem Fotoapparat, mit einer Kamera die Wunde aufgenommen wird. Und mit dem Fotoapparat sehen Sie einfach ein Farbbild. Damit können Sie aber wenig anfangen, weil das nichts aussagt über den Wundheilungsprozess und den Zustand der Wunde. Wenn das jetzt mit unserer Hyperspektralkamera aufgenommen wird, kriegen Sie die chemischen Parameter raus. Das heißt, Sie kriegen verschiedene, die Ärzte bekommen verschiedene Darstellungen, ob das Gewebe am Leben ist oder ob es Absterben ist, ob kein Besatz auf der Wunde ist, wie die Feuchtigkeitsverteilung in der Wunde ist, ob Fett oder andere chemische Komponenten drin sind. Und mit dieser Information kann ein Arzt zu einem frühen Stadium sagen, sollten bestimmte Therapieformen eingesetzt werden oder ist die Wunde auf einem guten Weg, dass sie von alleine heilt. Platz 2 ging an ein Team aus Wismar, das aus Holzfaserpapier, das in Rauten gefaltet und dadurch frei formbar und extrem belastbar ist, einen neuen Systemwerkstoff entwickelt hat. Platz 3 wurde gleich zweimal vergeben. Dieses Stralsunder-Team hat den Krankenhausviren den Kampf angesagt und eine technische Lösung entwickelt, das Krankenhauspersonal bei der Handyhygiene unterstützt. Ein Metall-3D-Drucker, bezahlbar und nicht zu groß für Automobilzulieferer und andere Branchen, hat dieses Team aus Rostock entwickelt. 2017 sollen die Drucker in Produktion gehen. Den Sonderpreis erhielten zwei junge Männer aus Niedersachsen, die eine mobile Werkzeugmaschine entwickelt haben. Einsetzbar beispielsweise im Schiffs- oder Windkraftanlagenbau. Die Maschine soll selbstständig und autonom auf großen Bauelementen einsetzbar sein. Der Inno Award wurde 2013 vom Verbund der Technologiezentren Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen. Seither gab es über 140 Bewerbungen und es wurden weit über 70.000 Euro Preisgelder verliehen von Sponsoren aus der Wirtschaft. Und auch im kommenden Jahr wird es den Wettbewerb erneut geben, verriet Dr. Wolfgang Blank. Innovative Ideen müssen bis dahin aber nicht in der Schublade schmoren. Wir haben vielfach gemerkt, dass gerade die Gründer in den Bereichen, über die wir sprechen, ganz speziellen Beratungsbedarf haben. Also die brauchen nicht jetzt die normale Beratung. Wir haben zum Beispiel als Technologiezentrum ein Programm Techno-Startup, wo wir sie gerade in diesen Fragen sehr, sehr individuell beraten. Und wenn wir so in unsere Vita schauen, ich glaube, wir haben insgesamt jetzt um die 150 Gründer beraten. Aus fast allen ist was geworden. Nicht alle haben es bis zum Ende dann geschafft. Und ich glaube, da können wir jetzt doch über 26 Jahre Erfahrung mal 7 einen gewaltigen Erfahrungsschatz mit aufbieten. Als Technologiezentren, als VDMV. Auch der Sieger aus dem Vorjahr, Dr. Daniel Klüß, rät, auf Berater, beispielsweise gute Steuerberater zu bauen und Wettbewerbe zu nutzen. Ja, bewerben immer. Wer nicht mitmacht, kriegt auch nichts. Das war schon immer so. Und ja, die Konkurrenz, ich denke, wächst. Es sind ja wesentlich mehr Bewerber dieses Jahr als letztes Jahr. Wahrscheinlich kommen noch mehr. Aber allein so eine Bewerbung schreiben trainiert auch für den Businessplan und für alles andere, was man dann schreibt. Man hat dann schon so Bausteine in der Schublade, die man dann auch mal woanders einsetzt, klar. Aber allein mal sein Unternehmen in 3 Zeilen zusammenzufassen, diese kleinen Aufgaben, das trainiert schon. Ja, das, und die Leute, die hier sitzen. Und man sitzt jetzt hier mit Landtagsabgeordneten, man sitzt mit Leuten von den Banken, mit vielleicht privaten Finanziers zusammen, die dann eben auch die Aufmerksamkeit haben.